Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der Bioshock-Serie Bioshock 2 Remastered. Und das ist ein Follow-up von dem ersten Video, das ich gemacht habe, wie Bioshock 1. Und wenn wir dann zum zweiten Teil anschauen, wie wunderhübsch Bioshock 2 im Jahr 2022 aussieht und was vielleicht für technische Probleme gegeben hat, ja, das soweit mal zu dem Video heute. Wenn ihr die beste Qualität haben wollt, dann schaltet auf 4K. Auch wenn ihr keinen 4K-Monitor habt, dann sieht es einfach am schönsten aus. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel und spielen mal die ersten 20 bis halbe Stunde und schauen, wie es ist. Los geht's. Neues Spiel. Na, und sagen hier Mittel. Und die wunderbare Musik. Ah, ich liebe das im Bioshock. Und schon fertig mit dem Laden. So schnell geht's. Gut optimiert. Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Noch mehr Engel, Daddy. Komm mit. Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. Und damit herzlich willkommen zu Bioshock 2. Im Intro hat man schon gesehen, das war vorgerendert, das war nicht live gerendert wie in den aktuellen Spielen. War deswegen ein bisschen gruselig, so von der Videoqualität, aber nach wie vor schön. Und jetzt sind wir zum ersten Mal im Spiel selber drin. Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist Tannenbaum. Und ich brauche dringend eine Hilfe. Ich besuche mich in der Bahnstation des Atlantic Express.
Und wie durch ein Wunder sind wir wieder lebendig und wir sind der Big Daddy. Und da hören wir wahrscheinlich Little Sister. Und wenn ich mal die Grafik hier schon so ansehe, wunderschön. Auch das Wasser, wie im ersten Teil, wieder richtig geil gemacht. Ich glaube, jetzt sind sogar so Effekte. Naja, Tatsache. Texturen, wirklich scharf. Klar, man sieht es, es ist ein bisschen altbacken. Aber wunderschön, kann man wirklich nichts sagen. Oh, sogar hier die Effekte auf dem Helm. Machen wir das gerade nochmal. Sehr cool. Ja, ich glaube, hier gibt es erstmal nichts zu tun. Ziemlich runterkommen. Ah, eine Fotowand. Babylon ist gefallen. Wer auch immer diese Leute hier sind. Ah, ich glaube, hier war schon länger keiner mehr. Hey, Sister! Na, komm her! Ich tue dir auch nichts, versprochen. Adonis, Luxury Resort. Ich glaube, da müssen wir mit dem Border durch. Stimmt, die Mechanik habe ich komplett vergessen mit dem Benzin. Ah, wirklich hübsch. Wirklich toll gemacht. Also da haben sie die Level-Designer schon was Tolles ausgedacht. Oh, noch eine Little Sister. Ja, als ich sie zum allerersten Mal gesehen habe, da hatte ich echt Schiss vor ihr. Und die wird uns auch noch Stress machen im späteren Verlauf. Hier ist alles dicht. Allein schon die Musik dazu. Oh, da kriege ich, da war ich schon wieder nervös. Achtung, Arbeiter, F aufheben. Tagebuch, L. Lektion 1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Ja, das macht wohl Sinn. Ich denke mal, mit meinem Motor kann ich hier nicht viel machen. Nee. Lamp sieht alles. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht zuerst mal hier nach unten gehen? Verstehst du? Brauchen wir schon mal einen Gegner. Was ist das? Treibstoff. Ansonsten haben wir hier nichts. Ah, die brauche ich erstmal noch nicht. Ich schaue mich erstmal noch um, liebes Spiel. Hier geht es nicht weiter, da kommt mein Wasser raus. Na, hier ist auch keiner. Dann gehen wir hier mal nach unten. Aber ich glaube, hier hat es aktiv gar nichts. War bestimmt mal richtig schön, wo das hier noch gepflegt gewesen ist. Erinnert mich ein bisschen an die alten Wieso's. Okay. Plasmid-Therapien. Ich hasse solche Moves. Oh. Hallo. Und tschüss. Ja. Aha, da hinten haben wir schon unser erstes Plasmid dann für uns. Mal alles durchsuchen hier. Ich will nochmal hier auf die andere Seite gehen. Ja. Aber bei... Liegt hier was am Boden? Sind das... Nö. Ah, okay, da kommen wir. Was? 1540. 1540. Annehmen. Oh. Ich glaube, du hast ein bisschen zu lange gekocht, hä? Huh? Oh, und da haben wir schon wieder ein Tagebuch. Hören wir uns natürlich wieder an. Mein Mann ist ein totaler Idiot. Wirft sein ganzes Geld für Gentonika raus. Um nur ja körperlich fit auszusehen. Das ist dann seine Ausrede, wieso er den ganzen Tag auf seinem Intern sitzt und Irrspiele im Radio anhört. Steven, sag ich immer, wenn du fit werden willst. Vater!
Oh, schade, jetzt haben wir unterbrochen. Darum suchst du das Besondere. Okay, nehmen wir. Kann ich es nicht nehmen? Ah ja. Elektrobolt. Schlafen. Ganz, ganz lange. Und Eleonore hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Ach, Daddy! Okay. Also, Rechtsklick. Bolt, Linksklick ist der Bohrer. Ui, was ist mit dir passiert? Auch zu lange gebrutzelt hier. Oh, das muss noch mega schön gewesen sein. Hier mit dem Wasser und ein bisschen chillen. Kannst du nach oben gucken. Hier auf der Seite nur das gleiche, oder? Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt hier mal wieder retour. Und diese Little Sisters, die sind so gruselig. Okay. Es werde Licht. Nice. Wo kommst denn du jetzt her? Okay, ja, ist ziemlich easy going. Und nochmal Strom hier. Und wir haben Licht. Nice. Wunderbare Lichtstimmung. Endlich, ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Ja, gleich. Wir schauen erstmal hier in die Damentoilette. Ob wir hier noch irgendwie was haben. Boah, ich bin so nervös. $5 einwerfen. Damit wir wieder Dollar kriegen. Oh Mann. Das ist aber noch ziemlich viel für eine Toilette, oder? $5? Wow. Bitte taucht nicht immer so aus dem Nichts aus. Auf, Entschuldigung. Ah, ich hasse es. Hey, wo bist du hin? Okay. Ja, dann gehen wir weiter. Ich habe seit Wochen keinen Edel mehr gehabt. Nice, auch die Wassertechnik funktioniert. Hier spricht Dr. Sophia Lerner. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Raptures. Es würden alle sagen, die irgendwie wahnsinnig sind. Okay, Rückkehr. Also hier Audi-Loks sind immer super. Ich bin wieder ein Rapture. Nach so vielen Jahren. Die Kleinen, die ich gerettet habe, sind erwachsen und denken nicht mehr an mich. Aber nach allem, was ich ihnen angetan hatte, war es eine Freude, vergessen zu werden. Doch jetzt verschwinden Kinder überall an den Meeresküsten der Welt. Sie werden entführt. Und so kehre ich zurück, aus Angst vor dem, was ich schon weiß. Irgendwer erschafft neue Little Sisters und führt meine Arbeit. Meine Sünden fort. Und wenn es mich das Leben kostet, ich muss das unterbinden. Ja, und wir werden dann vermutlich da helfen. Oh, Rosie. Was kriegen wir jetzt hier? Die Pistole. Guten Tag. Lass dich erlösen, dreckiger Hundesohn. Okay. Wie kann ich denn jetzt meine Fähigkeiten wieder aufladen? Munitionstyp kann ich wechseln. Okay, aber ich habe jetzt... Drücke Steuerung, wenn du verletzt bist, um dich zu heilen. Praktisch. Und I?
Ah, okay, das geht dann von alleine. Und da haben wir hier noch mehr Nieten. Nehme ich sehr gerne. Also hier soll man noch nicht lang gehen, also gehe ich mal hier lang. Sie nennen das Rapture. L. Ich hab's mit knapper Not lebend hier runtergeschafft. Aber hier ist es tatsächlich. Rapture. Hierher haben sie mein armes Mädchen verschleppt. Was ich aus dem U-Boot heraus gesehen habe, liegt das meiste der Stadt in Trümmern. Aber hier und da gab's Lichter. Und Formen, die sich bewegt haben. Ich fasle dummes Zeug. Aus Angst vermutlich. Aber vielleicht, wenn ich diese Dr. Lam finde, die ich dauernd ihnen durchsagen höre, vielleicht finde ich dann auch Cindy. Ihr habt doch gewusst, dass ich Schüsse höre. Wo bist jetzt du schon wieder herkommen? Und das sieht aus wie so eine Kapsel wie aus dem Teil 1. Nur ist die im Arsch. Boah, ich möchte eigentlich gar nicht hier sein. Ah, deswegen schaue ich mir von solchen Spielen eigentlich lieber Let's Plays an. Oh, na toll, jetzt wird's dunkler. Guten Tag. Oh nee, der erste Bossfight. Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Soll ich denn da jetzt machen? Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Wo ist sie? Hier spricht Dr. Sophia Lam. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denk daran. Big Sister achtet auf Little Sister. Stört ihr die Arbeit einer Little Sister, wird Big Sister euch finden. Okay, das war Stress. Und wie im ersten Teil, gerade von Anfang an, immer nur Action, keine Ruhepause. Ja, die einen stehen drauf. Aber ich habe gerne so Momente, wo ich mal ein bisschen duschen laufen kann. Puh. Aber am allerschlimmsten finde ich es, wenn Gegner einfach mal so auftauchen. Wenn man gerade denkt, na, hier hat man jetzt alles. Peter Chamber. Und ein neues Log. Diane hat darauf bestanden, dass wir das Wochenende im Adonis verbringen. Aber schon sehne ich mich nach einer Auszeit von dieser Auszeit. Wenn sie mich tadelt, weil ich zu viel arbeite, zerfließen ihre Worte für mich zu einem endlosen, tierischen Gemecker. Ich habe Rapture gegründet, weil es frei sein soll von Gesetzen. Frei von Gott. Weil ich unter Menschen leben will, für die die Arbeit ihren Lohn in sich trägt. Trotzdem, wenn Diane davon redet, ein Kind von mir zu kriegen, dann halte ich inne. Ich hatte bislang nie über mein Vermächtnis nachgedacht. Vielleicht im neuen Jahr. Hm. Oh, das sieht nice aus. Sieht aber... Oh, ich kann ja nicht mehr zurück. Ich wette, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann kommt Big Mama wieder. Ach, was soll's, tun wir es mal. Oh ja, da ist sie ja. Oh nein, 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 nein. Aber ich gebe zu, das hat jetzt ziemlich geil ausgeschaut.
Ich habe das ganz vergessen, dass wir ja da auch wirklich Wasserlevel haben. In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. So weit, so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Ja, es ist schon sehr tragisch, was hier passiert ist. Na, aber es wurde geschafft. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ja, hätte gern geholfen. Was bist du? Treibstoff. Brauchen wir nicht. Aber ich glaube, auch bei Bioshock 2 werde ich mir wieder den Soundtrack anhören. So schöne Musik. Ich würde es mal witzig finden, so ein Pulsmessgerät anzuschließen, wenn ich sowas spiele, um zu gucken, wie weit es hoch geht. Ah, oh, der Musikscore. Atlantic Express, und da ist auch sie schon wieder. Machst du auch was? Na. Ja, dann bitte einmal trocken machen. Oh, meine Lieblingsmusik. Nice. Liebst würde ich die ganze Zeit ein Radio anhaben mit der Musik. So im Spiel. Ähnlich analog GTA oder so. Ach, du kommst zu mir, wie die Kinder gesagt haben. Komm hoch zur Bahnstation. Ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Ah, hier geht's raus. Und da haben wir auch schon Besuch. Ja. Sieht aus wie die Big Daddy-Ausrüstung. Hallo, ich bin hier nur zu Besuch. Ich will nichts Böses. Ja, das ist super. Nun, die meisten Überlebenden sind so. Splicer. Sie sind jetzt drogensüchtige, bösartige Raubtiere. Ja, ein, zwei habe ich da schon kennengelernt. Was ist das? Werkzeugspender. Heckpfeil. Okay. Heckwerkzeug. Du hast das Heckwerkzeug erhalten. Linke Maus, um auf Maschinen zu feuern, um auf deine Seite zu bringen. Ach ja, stimmt ja. Steuerung. Wenn deine Maschine... Was? Willst du eine Maschine hacken? Drücke F, sodass die Nadel mit einem grünen Bereich auf der Anzeige stehen bleibt. Bei Weiß erhältst du einen Elektroschock. Okay. Ging das nicht auch mit den MGs und so? Wenn du der Maschine näherst und B drückst. Das machen wir jetzt auch mal. Ich glaube, blau war Bonus, ne? Gag, das hier baut Sinn auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, richten sie mehr Schaden an. Nice. Hi, Kollege. Ja, muss mal aufpassen hier. Das Motorgeräusch von dir, das ist so cool. Oh, okay, bin ich wenigstens nicht mehr alleine. Na, kommst du mit? Oh, und da haben wir auch schon einen Zug. Oh, das sieht schön aus. Oh. Oh, no.
Musste das sein? Okay. Hier spricht Dr. Sophia Lam. Die schreiben nach dem Tod. Andrew Ryan ist tot, aber der Tyrann steckt in uns allen. Denkt daran, wir lehnen das Gen ab. Wir lehnen das Ich ab. Wir lehnen den Tyrannen ab. Liebe Frau, du hast echt ein Problem. Okay, haben wir hier noch gutes Spielzeug. Naja, sieht nicht so aus. Das war hier mal so eine Werkstatt vermutlich. Mit dem wunderbaren Zug, der jetzt hier unten ist. Ach man. Aber den könnte man doch bestimmt wieder aufheben, oder? Sieht jetzt nicht so schwierig aus. Gauge Control. Was haben wir hier? Alles in Rot. Rot, nicht Bezirk. Nee, doch nicht. Na toll. Eine Falle. Oder? Ich kenne dich. Das Symbol auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta. Seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz erblühte das Paradies. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast, aber dein Leid hat ein Ende. Diese Männer werden dich von allem erlösen. Bitte versteh, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. Also deine Definition von Liebe, Sophia, ist eine ganz spezielle. Sie hat dich gefunden. Ja, und jetzt? Oh, fuck. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Oh, fuck. Scheiße. Ja, oder so. Okay. Und wieder den ganzen Weg zurück. Ich suche Leiche nach Beute. Hier ist aber keine. Ah, doch, hier. Und da. Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamp. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. Ja, also ich kann sie eigentlich schon vorher. Begegnung war kurz, aber intensiv. Was ist das hier? Ein Engel aus Handabdrücken. Alles klar. Oh, die Kameras. Ach ja. Aber die konnte ich doch auch hacken, dass die auf meiner Seite sind. Vorsicht! Die Sicherheitskameras gehören Lamp. Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein. Okay, ja, gehackte Kameras arbeiten für mich. Nice. Dann würde ich sagen, lass ich mal die Bots arbeiten. Also Drohne, du bist nicht gerade sehr effektiv. Schöne Schreibmaschine. Kann ich mir daheim noch gut vorstellen. Ja, da war jetzt mal doch was. Tisch. Dollar 95. Moin. Noch hier. Ja, also das Alter sieht man halt hier schon. Aber kann man ganz gut drüber hinaus sehen. So gut wie das Spiel ist und von der geilen Story, die dahinter ist. Was haben wir hier? Bot Shutdown. Na, das brauchen wir nicht. Soll ruhig weiterlaufen hier. Ein Geschenk. Vater, ich bin es, Eleanor. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen.
Ich versuch's. Come and find me. Telekinese. Hebe große Objekte allein mit der Kraft deiner Gedanken auf und wirf sie gegen deine Gegner. Was muss man sonst noch wissen? ja, hier, bitte. Bewerfen Sie den Gegner mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen. Halte rechts gedrückt, um ein Objekt per Telekinese aufzuheben. Lasse rechts wieder los, um es zu werfen. Wird das jetzt gerade schon ein Thema? Das würde ich jetzt gerne nochmal... Oh komm, lass mich vorbei. Lass mich vorbei! Ich hätte jetzt gern so einen Gegner. Sag euch, der ist jetzt an der Oberfläche drauf und die Pfanne mit Concord-Tänzerin. Oh, nice. Okay, das macht Spaß. Aber mit Personen geht's leider nicht. Na komm, Drohne. Machen fertig. Okay, da haben wir hier den nächsten Zug und der sieht unfertig aus. Um es mal so zu sagen. Okay. Drohne, komm, geh mir aus dem Weg. Okay, auch hier geht's noch weiter. Okay, das ist ein größerer Hub hier. Ich würde jetzt gerne mal wohin gehen, was ein bisschen ruhiger ist. Ja, vielleicht hier so. Ja, liebe Leute, das war's erstmal mit dem Angezockt. Vielleicht machen wir ein Let's Play drunter. Würde euch das interessieren, schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, bis zum 2. Juni gibt's die Bioshock, die komplette Collection bei Epic Game Store. Kostenlos, holt es euch. Link ist in der Videobeschreibung. Und vielleicht spielt es dann auch mal später. Also, bis dann und ciao hier vom Kanal.